So, wir sind immer noch auf der Suche nach uns selber. Wir müssen ein neues Profil für uns erstellen. Meine Güte, hier ist was los, hey. Ja, war klar, dass es nicht geht, ne? Achso, ich muss... Achso. Okay. Ich dachte, das öffnet vielleicht diese Türe. Diese Türe. Kann ich was mitnehmen? Aufnahme 1. Anwerbung. Sie haben eine ganz schöne Akte, wie ich sehe. Sie haben während der Polizeiausbildung lesen gelernt. Ich bin beeindruckt. Sparen Sie sich bitte Ihre Sprüche. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich hier? Sie wurden festgenommen, Miss Kidman. Sie sind vorerst in Gewahrsam. Aber das ist offensichtlich, nicht wahr? Danach habe ich nicht gefragt. Das hier ist kein normaler Verhörraum. In der Untersuchungshaft gibt es keine gepolsterten Stühle. Keine aktuelle Adresse? Mit 14 auf sich allein gestellt? Von zu Hause abgehauen. Erstaunlich, dass Sie so lange durchgehalten haben, ohne einen Ausweg zu suchen. Wenn Sie wirklich so schlau sind, wie Sie tun, hätten Sie doch längst Ihr Leben umgekrempelt. Mir geht's ums Überleben. Sie meinen, ich bin sauer, weil ich erwischt wurde? Im Knast bekomme ich kostenlos was zu essen. Kann ich mit leben. Was, wenn ich Ihnen sage, dass es ab heute anders sein könnte? Sie sind ein schlaues Mädchen, nichts zu verlieren, niemanden, der Sie vermisst. Jemandem mit solchen Eigenschaften könnten sich sehr interessante Möglichkeiten eröffnen. Wie meinen Sie das? Sie meinen, Sie wollen mir eine Art Freifahrtschein anbieten? Nicht ganz, aber etwas Ähnliches. Schießen Sie los. Okay, scheint wohl eine Polizeiakte gewesen zu sein von uns. Wie wir wissen, waren wir früher ein richtig böses Mädchen. Was ich ein bisschen ärgerlich finde tatsächlich ist, dass alles hier vorgelesen wird. Das nervt mich ein bisschen, welcher ich bin. Oh cool, ist wie beim Zahnarzt hier. Neuer Profil erstellt. Profil entspricht entlassener Agentin Julie Kidman. Entlassungsgrund, Befehlsverweigerung. Profil reaktiviert. Daten wurden zur Analyse an Longius gesandt. Befehlsverweigerung? Das ergibt keinen Sinn. Egal, jetzt müsste ich die Türen aufbekommen. Ja, Befehlsverweigerung macht keinen Sinn. Ich meine, wir sind in den Stem gestiegen. Aber gut, wir werden spätestens im zweiten Teil erfahren, dass Möbius richtige Wichser sind. Aber richtige Wichser. Nice. Ah, jetzt bin ich hier, okay. I am back. In black. Kontrollpunkt? Ist nie gut. Was geht hier für ein Film? Kommt hier was? Ist hier was? Ich sehe nichts. Huh. Oh shit. Wow. Steve, why are you doing this? Oh shit, Alter. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Fuck. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie vorbeikommen an dem Kollegen hier. Wo steht er? Immer noch vor dem Ding. Ha. Huh. Ich würde ihn gerne ablenken, aber irgendwie... Ja, du Spast. Oh, hey, hi. Lass dich nicht stören. So, und jetzt nix wie raus hier. Uiuiui. Steve war aber schlecht drauf heute Morgen. Kein Wunder. Was? What?
Oh, please, let me out here, please. Hey, Blacky Catty, lass mich speichern. Das Spiel macht mich jetzt schon wieder fertig, hey. Doch es wird noch einige Stellen geben, die mich richtig ausrasten lassen werden, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, oh, ist das beruhigend, ja. Ja, es ist ja bewiesen, dass Katzen oder Hunde streicheln oder allgemein Tiere streicheln sehr beruhigend auf die Psyche wirken soll. Das ist schon ein großer Vorteil. So, wir haben unser Profil erstellt, das heißt, wir können jetzt endlich durch diese Tür durch. Endlich, endlich. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber wir müssen es ja wohl oder übel. Nice. Hey, hello. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir was Interessantes. Wie gesagt, Kontrollpunkte sind nie was Tolles in solcher Art von Spielen. Leslie! Leslie! Where are you? Leslie! Das ist schon wieder für ein Gegurgel hier. Leute. Da noch das Geklapper von unseren Steckelschüchen hätte. Das macht mich fertig, das Spiel. Da, 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 da. Okay, gibt's ja eigentlich irgendwas Interessantes vielleicht? Eine Akte oder irgendwas? Nö. Sieht, glaube ich, nicht so aus. Ja gut, da ist ein Safe, aber den brauche ich nicht. Oder nicht mehr, sagen wir es so. Aha. Aha. Hier wäre die Kombination vom Safe, okay. Na gut, sieht jetzt nicht sonderlich lukrativ aus hier, das Ganze. Aber ich frage mich, warum die Büros hier so mitten im Raum sind. Es sieht aus wie ein Bunker hier, ich habe keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen sehr merkwürdig hier bei Mobius. Na gut, wir sind im Stem, aber trotzdem. Alter, hier kommt doch irgendwas, oder? Oh, hey! Hey! Jojo! Basti! Huh. Okay. Was geht jetzt für ein Film? Hallo? Mitch! Mitch! Sandra! What's happening here, man? What's happening? What is that? Oh, da liegt was. Stem-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch, die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Tja. Forscher und ihre Neugier. Oh no. Oh fuck. Jetzt kommt die Stelle. Nett. Jetzt kommt die Stelle, die ich richtig abgrundtief verfluchen werde. Bäm! Halt die Klappe. Ist das sonst irgendwas Schönes? Nein. Ach, was schön. Ja, wir werden jetzt einige Male sterben.
Denn jetzt kommt eine Stelle, die 1 zu 1, wie es aussieht, von Resident Evil 2 abgekupfert sein möchte, aber es halt nicht ist. Wir sind in einem riesen Serverraum und müssen nun auf den Aufzug warten. Ja, Resi 2 Flashbacks. So, wir verstecken uns schon mal. Ich bin weg. Ja, ich bin hier weg. Hey! Oh, shit. Oh my fucking god. Hi. Hi Linda. Ist ewig her, dass wir zwei was zusammen gemacht haben. So, und ich werde 100.000 Mal sterben hier. Das ist schön. Denn ja, dieses Viech wird uns one-hitten, wenn es die Chance hat. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich bin nicht da, guck woanders hin. Ja, genau. Oh, shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Wo ist es? Yay! Wo ist es? Hinter mir. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Oh nein! Warum läufst du denn da raus? Fuck, Alter, ich kann jetzt nur hoffen, dass es mich aus den Augen verliert. Fuck, 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 fuck. Ist es hinter mir, oder ist es hinter mir? Scheißegal, durch da. Oh fuck, es ist hinter mir. Okay, es hat mich aus den Augen verloren. Nein! Beim ersten Mal! Alter! Schnell rein da! Schnell, 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 schnell! Hallo! Wow! Alter, ich bin so oft verreckt an dieser Stelle. Es ist nicht normal, hey. Naja gut, es ist ja doch nicht so schwer eigentlich, ne? Holy Mother. Gut, dabei muss man sagen, ich habe mich auch relativ häufig versteckt und bin in der Hocke dann abgehauen. Das ist natürlich blöd, weil wenn ein das Viech einmal erwischt hat, dann, oder einmal im Blickfeld hat, dann, ja, verlangsamt es uns mit seinem Blubberglotzkopf. Und das ist schlecht. So, nice. Gott sei Dank, ich bin so froh, dass ich diese Stelle wenigstens schon hinter mich habe. So, hier muss ich wahrscheinlich rein. Jetzt gucke ich mal, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Interessant. Okay, was war hier nochmal Phase? Wer redet da? Hello? Hello? Peter? Bist du's? Sieht nicht so aus. Oh, Jojo. Jojo und Sebastian. Hey, hier bin ich. Leute, hallo. I'm here. Wie deine Partner. Und wie ich.
nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Okay. Bist du okay? Ja, jetzt wissen wir, was Kidman in der ganzen Zeit gemacht hat. Bevor sie von uns befreit wurde. Finde ich schon ganz interessant. Plan bleiben, weil das, was sie erfahren könnten, sie verstören wird. Oh yeah, wir haben Kapitel 1 überlebt. Nice. Sehr gut, damit hätten wir schon mal die Hälfte des ersten DLCs erledigt. Nice. Das hat besser funktioniert, wie ich erwartet habe, tatsächlich. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, Rubik hat recht, ne? Also, ich würde mich mit ihm einfach zusammentun. Und Möbius richtig hart in den Anus ficken. Joseph! Scheiße, wo ist der hin? Jojo! Okay. Where are you? Jojo! Ich muss weiter. Leslie finden. Ja. Jojo! Jojo ist nicht da. Da. Oh, hey. Hi. Ich hoffe, ihr sucht nicht mich. Ach du Scheiße, jetzt kommt diese... Okay. Und nochmal muss ich sagen, gut, dass wir eine kleine oder ja, relativ normale Oberweite haben. Wenn wir in einem JRPG wären, dann hätten wir Probleme, hier durchzukommen. Ja, ich erinnere mich. Okay, alles klar. Es... wird wieder ein bisschen nervig, aber ich denke, wir kriegen es hin. Sein Name war Ruben Victoriano, aber jetzt existiert er als Ruvik im Encephalon des Stem. Ruben war brillant, er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Das glaubst auch noch du, dass ich das Problem weiß, dass ich hier bin. Erledigt hat. Glaubst auch nur du. Oh, was haben wir? Was Schönes zum Essen. Tropical Fruit. Nice. Nice. Ach, was schön. Ach ja. Okay. Ha. Hey, hi. Hello. Wo ist er? Unsichtbare Quallenfresse. Okay. Ich glaube, die Viecher sind auch relativ unempfindlich gegen Licht, also... Ja, sie sehen mich zumindest nicht, wenn ich auf sie Scheinwerfer-Dingens mache. Aber sie sollten mich, wenn möglich, nicht in die Finger bekommen. Na komm, lauf nach hinten, Digga. Nice. Denn wie man sieht, brauche ich jetzt die Axt da hinten. Und leider...
Leider kann ich die Axt nur in Verbindung mit Stealth Kills benutzen. Oh! Fuck! Och Mann, Alter, warum verpisst du dich denn nicht einfach? Hat er mich verloren? Nein, hat er nicht. Shit. Das ist schlecht und war nicht das, was ich eigentlich wollte. Oh, mach die Tür auf, ich habe nicht ewig Zeit. Steck dich hier drin. Egal, scheiß drauf. Es ist mir eigentlich relativ bums, ob er mich sieht oder nicht. Kommt er hier rein? Jo. Wo ist er? Ich glaube, er steht da vorne neben mir, oder? Ich weiß nicht, ich habe kein Licht. Ist er weg? Wir probieren es mal. Es kann nämlich gut sein, dass er mich vielleicht aus den Augen verloren hat. Hey, Jackson. Hi. Hi, Jackson. Hi. Okay. Gibt's hier irgendwas Schönes? Nope. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten mache hier, weil... Da draußen stand nämlich, glaube ich, nochmal einer. Ich sehe aber keinen. Ah. Okay, dann verstecken wir uns mal hier. Zack. Tür aufmachen. Hoffen. Ah, da ist er, okay. Ja gut, um den kümmern wir uns jetzt gleich. Wenn er wieder back in black kommt. Where are you? Oh, okay, er kommt, okay, alles klar. Das heißt, wir warten ein bisschen. Wie gesagt, das Gute ist, sie sehen mich nicht, wenn ich sie anscheine tu. So, und jetzt hinterher und dann Schleichangriff ins Gesicht, Alter. Bam, Alter. So, aber jetzt kann ich nämlich in aller Seelenruhe das Tor öffnen. Ja, okay. Ich habe schon gedacht, jetzt habe ich es verkackt, aber es... Das reicht schon. Du brauchst es nicht noch höher. Du bist nicht so groß. Okay, der andere ist wahrscheinlich wieder nach unten abgehauen. Jetzt würde mich nämlich interessieren, ob es hier drin noch irgendwas gibt. In der Hoffnung, dass ich jetzt... Oh, fuck. War ich das oder ist da einer? Okay, das scheine ich gewesen zu sein. Alles klar. Alles klar. Aber hier scheint es auch nichts zu geben. Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich war das. Hi. Mein Gott, bist du hässlich, Junge. Eine Riesenvagina als Mund. So, okay, das hätten wir auch irgendwie hinter uns gebracht. Ich würde die Axt gerne behalten. Warum kann man die Axt nicht behalten? Ich würde auch damit klarkommen, wenn man sie nur einmal benutzen könnte. Aber warum? Warum nur in Form eines Stealth-Angriffs? Das macht keinen Sinn. So, haben wir was Schönes? Ich habe keine Ahnung. Nö, sieht nicht so aus. Auch Kisten zertrümmern. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bringt, weil wir finden sowieso keine Ressourcen. Oh man, oh man, oh man. Das wird richtig eklig, was hier noch alles kommt. Schauen wir mal, wie... Wow! Fuck! Verpiss dich! Alter, dieses Viech macht mich fertig. Huh?
Holy shit! Oh, convenient! Alter, du bist so hässlich, Alter, wie du hässlich bist, Junge. Nachladen! Yeah! Ah! Infinite Ammo! Okay, mal gucken, wie wir uns hier durchschlagen. Junge, ich hab dir die Männlichkeit weggeschossen, Junge. Wow! Hier steht noch einer. Oh shit! Fuck! Ach, komm schon! Ernsthaft! Mann! Ja! Ich bin tatsächlich besser im Schleichen wie im Schießen. Ich will es gar nicht wahrhaben, aber... Bäh. Bäh. Das hat passieren müssen. Jo, dann machen wir es halt nochmal. Was soll das? Wir haben ja nichts zum Verlieren. Haben wir auch nicht. Weil wir haben alle Zeit der Welt. Oh, da ist er. Okay, die Viecher brauchen 3 Schuss. Das ist gut zu wissen. Ja. Oh, hey! Und tschüss! Das war's? Oh mein Gott. Yay, wir nehmen eine leere Pistole mit und... Hey, unsere Beine sind nicht zertrümmert! Hey! Ich hab Glück gehabt, wie es aussieht. Sogar die Hose ist noch ganz. Nice! Hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden. Also die Stelle war ja schon wieder für den Arsch, alle. Also der Tod, der war schon wieder für den Arsch. Na egal. Gib mir hier was Schönes. Okay. Also es würde danach schreien, dass hier irgendwas Geheimes sich versteckt, aber anscheinend nicht wirklich. Alter, ihr seid so hässlich, ihr Viecher. Vielleicht da hinten? Mal gucken. Nope. Okay. Huh. Hier ist eine Leiter. Eine Leiter. Oh. Oh, ein Safe. Der funktioniert wie? Okay. Hier muss irgendwo eine Kombination stehen vielleicht. Eventuell. Maybe. Oh, was haben wir da? Aha. Oh, nice. Also, links... rechts 16, links 5, rechts 23. So, rechts 16. Links 5. Ach, fuck.
Nochmal, rechts 16. Links 5. Rechts 23 war es, glaube ich. Bäm. Und wir haben ein Weit... Oh, den habe ich gar nicht gefunden. Kartenfragment 5. Nice. Das habe ich gar nicht gefunden in meinem ersten Playthrough. Naja. Okay, wo geht's weiter? Ich hoffe hier irgendwo. Nö. Sackgasse. Schön. Gut. Nice. Ja, aber keine Sorge, liebe Freunde und liebe Zuschauer. Es kommt bald wieder harte Stealth-Action auf mich zu. Ich freue mich jetzt schon nicht. Aber, wie man sieht, klappt das tausendmal besser, wie wenn ich mich durchballern muss. Es ist verrückt, aber es ist halt so. So, keine Ahnung, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. So ein Schneckchen oder so irgendwie. Ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich bums, weil halt. Hör! Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Warum hat man sie eigentlich in erster Linie überhaupt mit reingezogen? Ich meine, gut, sie waren halt leider Gottes da, aber wenn sie entbehrlich sind, ja gut, für den Typ ist das ja jeder entbehrlich, aber... Oh, Kitty Cat, hey, hi. Ich glaube nicht, dass das Essen schmeckt, aber chillig hier. So eine richtige Pennerbruchbude hier. Aber ein teures Sofa. Glaube ich. Rolf Benz vielleicht, ich weiß es nicht. So, nice, wir speichern. Ich komme eigentlich relativ gut voran. Finde ich zumindest. Und ich verabschiede mich in diesem Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play The Evil Within The Assignment. Bis dann, ciao.